Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, hier in unserem Kölner Dom und auch an den Empfangsgeräten, ich darf Sie alle ganz herzlich zur Feier der Eucharistie am heutigen Sonntag begrüßen und willkommen heißen. In der Lesung aus dem Philipperbrief sagt der Apostel Paulus: Bringt in jeder Lage eure Bitten mit Dank vor Gott. Liebe Schwestern und Brüder, darauf kommt es an. Wenn wir mit Gott leben und uns entscheiden, mit Gott den Lebensweg zu gehen, dann bedeutet dies, dass wir immer wieder neu unser Leben, was uns bewegt, was uns erfreut, was uns belastet oder traurig stimmt, vor Gott zu tragen, damit Gott es annehme und uns verwandle, nämlich mit Kraft, der Kraft, die Gott uns schenkt, die Herausforderungen des Alltags anzunehmen. Und so wollen wir uns auch an diesem Sonntag und in dieser Stunde Gott öffnen. Auch jetzt im Schuldbekenntnis, wenn wir vor Gott tragen, was uns belastet, weil wir wissen, dass seine Barmherzigkeit uns den Weg zum Leben eröffnet. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser. Er nehme von uns alle Sünde und Schuld und schenke uns das ewige Leben. in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du gibst uns in deiner Güte mehr, als wir verdienen, und Größeres, als wir erbitten. Nimm weg, was unser Gewissen belastet, und schenke uns jenen Frieden, den nur deine Barmherzigkeit uns geben kann. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Ich will ein Lied singen von meinem geliebten Freund, ein Lied vom Weinberg meines Liebsten. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er baute mitten darin einen Turm und hieb eine Kelter darin aus. Dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte, doch er brachte nur saure Beeren. Nun sprecht das Urteil, Jerusalems Bürger und ihr Männer von Juda, im Streit zwischen mir und dem Weinberg. Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, dass ich nicht für ihn tat? Warum hoffte ich denn auf süße Trauben? Warum brachte er nur saure Beeren? Jetzt aber will ich euch kundtun, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich entferne seine schützende Hecke, so wird er zur Weide. Seine Mauer reiße ich ein, dann wird er zertrampelt. Zu Ödland will ich ihn machen. Man soll seine Reben nicht schneiden und soll ihn nicht hacken. Dornen und Disteln werden dort wuchern. Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu spenden. Ja, der Weinberg des Herrn der Heere ist das Haus Israel, und die Männer von Juda sind die Reben, die er zu seiner Freude gepflanzt hat. Er hoffte auf Rechtsspruch, doch siehe da, Rechtsbruch, und auf Gerechtigkeit, doch siehe da, der Rechtlose schreit. Wort des lebendigen Gottes. Lass dein Angesicht über uns leuchten, o Herr. Du hobst in Ägypten einen Weinstock aus, du hast Völker vertrieben, ihn aber eingepflanzt. Seine Ranken trieb er hin bis zu mir und seine Schößlinge bis zum Euphrat. Rissest du seine Mauern ein? Alle, die des Weges kommen, plündern ihn aus. Der Eber aus dem Wald wühlt ihn um, die Tiere des Feldes fressen ihn ab. Der Heerscharen, wende dich uns wieder zu. Blick vom Himmel herab und sieh auf uns. Sorge für diesen Weinstock und für den Garten, den deine Rechte gepflanzt hat. Erhalt uns am Leben, dann wollen wir deinen Namen anrufen und nicht von dir weichen. Herr Gott der Heerscharen, richte uns wieder auf, lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns geholfen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Brüder, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Schließlich, Brüder, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wort Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes und sagte, hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und er reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte. Den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, und sie machten mit ihnen es genauso. Zuletzt, da sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, da sagten sie zueinander, auf, das ist der Erbe, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Besitzer des Weinbergs kommt, was wird er mit solchen Winzern tun? Und sie sagten zu ihm, er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, der wird ihn zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem anderen Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, hier im Hohen Dom, aber auch über die Medien mit uns verbunden. In meiner Jugendzeit, da haben wir als Ministranten manchmal untereinander beim Hören der einen oder anderen Predigt uns gefragt, wird uns das Evangelium Gottes als frohe Botschaft verkündet? Oder ist es eher, wie wir es erfahren hatten, eine Drohbotschaft, mit der wir uns als Jugendliche nicht wirklich anfreunden konnten? Und dabei spielten dann Texte, wie wir sie im heutigen Evangelium gehört haben, von den bösen Menschen, dem bösen Ende, vom Das Reich Gottes wird euch weggenommen, natürlich eine Rolle, weil uns diese Texte berührt haben. Wie auch immer wir diese Botschaft Gottes aufnehmen, wie auch immer wir diese Botschaft Gottes, liebe Schwestern und Brüder, erfahren, das Ziel der Verkündigung Jesu, das Ziel jeder Verkündigung in der Predigt ist immer und kann es nur sein, die Bekehrung des Menschen zu Gott, die Erneuerung des Menschen aus Gott heraus und auf Gott hin. Früher, in meiner Jugendzeit, da hatten wir den Eindruck, dass in der Verkündigung oft die Strafe, die uns erwartet, wenn wir uns nicht auf Gott einlassen, wenn wir Gottes Bote nicht befolgen, eine entscheidende Rolle spielt. Was dann dazu führte, dass wir geneigt waren, dieses Wort als Drohbotschaft misszuverstehen. Dem Menschen wurde in so mancher Predigt, so empfanden wir es, gedroht, was es für sie bedeuten kann, wenn sie ohne Gott leben oder auf Gottes Wort nicht hören. Man wollte so mit drastischen Worten die Menschen zur Umkehr bewegen. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil dann und auch heute verstehen wir mehr das Evangelium als frohe Botschaft Gottes, die aber genauso uns zur Umkehr und zur Erneuerung rufen und ermahnen will, die uns zum Glauben an Gott ermutigen möchte. Es wird der Grundsatz der Nachfolge aber positiv formuliert, nämlich wenn du die Gebote Gottes befolgst, wenn du dich auf diesen Gott einlässt, dann wird dein Leben nicht ärmer, sondern dann wird dein Leben reicher. Liebe Schwestern und Brüder, beide Wege zur Umkehr und zur Erneuerung können aber auch die Botschaft Gottes in ein falsches Licht rücken. Einerseits, wenn ich die Menschen über den Weg der Strafe und des Drohens zur Umkehr bewegen möchte, und dies ist ja auch in der Erziehung von Menschen manchmal ein Kriterium, dann ist unter Umständen das Handeln des Menschen davon bestimmt, dass er aus Angst vor Gott den Weg der Umkehr geht. Aber die Botschaft Gottes so habe ich diesen Jesus Christus immer wieder neu verstanden, er soll sich bekehren aus seiner Freude an Gott. Er soll sich bekehren, weil er in seinem Leben die Liebe, die Zuwendung, die Hinwendung Gottes zu uns Menschen erfahren hat. Und auch andererseits gibt es eine Gefahr, wenn ich die Menschen zur Umkehr bewegen möchte, über den Weg der Freude an Gott und das Verständnis des barmherzigen Gottes, dann liegt auch da eine Gefahr für uns Menschen, dass der Mensch nicht wirklich sein Leben ändert, weil er die Auffassung hat, am Ende wird es ja doch alles gut. Am Ende wird Gott mir alles Böse verzeihen und daraus fehlt mir die Kraft zur Umkehr und zur Erneuerung. Der Mensch soll sich bekehren, weil es den so von Gott geliebten Menschen dazu führt, der Weisung des ihn liebenden Gottes in seinem Leben Beachtung zu schenken. Darauf, liebe Schwestern und Brüder, kommt es an. Dieser Gott, er lädt uns ein, er droht uns nicht, sondern er schenkt uns die Freiheit, uns auf ihn einzulassen oder nicht. Die Botschaft wird weggenommen, so haben wir es heute gehört, einem anderen gegeben. Gott lässt auch immer wieder Menschen ziehen aus seinem Umfeld, wenn sie sagen, das ist nicht mein Weg. Allerdings in Trauer lässt er die Menschen ziehen. Ja, der Mensch, er kann im Grunde nicht nur von Gott weggehen, er kann sogar Gott bekämpfen, wie wir es im heutigen Evangelium von den bösen Winzern gehört haben. Erst ermorden sie die Knechte und dann ermorden sie den Sohn. Die Linie ist ganz klar gezogen auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, im Gleichnis. Und gerade in unserer Zeit einer so nie dagewesenen Christenverfolgung im letzten Jahrhundert wie in diesem Jahrhundert werden Christen in vielen Regionen unserer Welt tagtäglich verfolgt, gefoltert und getötet, um des Glaubens willen, weil Menschen es nicht aushalten, mit diesem Gott zu leben und sie meinen, sie müssen ihn töten, damit sie selbst frei werden. Ja, der Mensch hat die Freiheit und Gott hat sie uns geschenkt, sein Leben mit oder ohne Gott zu gestalten. Er hat die Freiheit, Gottes Wort anzunehmen oder abzulehnen. Er hat die Freiheit, mit Gott zu leben oder ihn zu ignorieren. Die erste Enzyklika von Papst Benedikt, sie lautete Deus Caritas est. Gott ist die Liebe. Gott wirkt nicht nur in Liebe, sondern er ist wesenhaft Liebe. Oder anders ausgedrückt mit den Worten des heiligen Augustinus, wo die Liebe gelebt wird, da ist Gottes Gegenwart. Oder mit den heutigen Texten des Tages, da ist der Friede Gottes in dir. Die Liebe, sie ist aber, das wissen wir alle, nur eine echte Liebe, wo sie nicht aus Angst, sondern in Freiheit erwidert wird. Gott ruft uns zur Liebe, Gott ruft uns zur Tat, Gott ruft uns in die Nachfolge, aber er klammert uns nicht, sondern er lädt uns ein. Liebe ohne Freiheit, das wissen wir alle, auch von den alltäglichen Beziehungen des Lebens, Liebe ohne Freiheit ist wertlos. So wie es der Apostel sagt, ohne die Liebe ist all unser Tun wertlos. Wenn Gott den Menschen, wenn Gott uns unwiderruflich liebt, und davon sind wir überzeugt, dann gehört es zu dieser Liebe, dass Gott uns Menschen die Freiheit schenkt, zu ihm und seinem Weg Ja oder Nein zu sagen, ihm zu folgen oder nicht. Er lädt uns ein. Wir sollen Gott folgen, aber eben nicht aus Angst vor einer Strafe. Und irgendwie sitzt das in manchen Menschen immer wieder noch drin, dass ich vor Gott im Grunde Angst habe und Angst vor einer Bestrafe. Er bestraft mich, wenn ich ihm nicht folge. Dann hätte ich keine Freiheit. Er bestraft mich nicht, sondern der Mensch bestraft sich selbst in sich, wo er dieses Angebot Gottes, das Angebot des uns liebenden Gottes, aus seinem eigenen Leben ausklammert. Gott will, Gott ruft den Menschen zu dem freien, liebenden Ja auf sein Wort hin. Und doch Jesus Christus hat es, wie eben gesagt, in seinem Leben ja erfahren und das Evangelium heute verkündet eine solche Realität. Und in unserer Nachbarschaft werden wir auch Menschen können, die mit dem Wort Gottes, die mit diesem Gott wenig anfangen, ihm nicht im Leben Raum geben. Jesus kommt in seine Heimatstadt Kafarnaum und die Menschen lehnen ihn ab. Oder Johannes 6 in der galiläischen Krise spricht Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin das Brot des Lebens. Und viele der Jünger ziehen sich zurück und sagen, was er sagt, ist unerträglich. Ja, diese Erfahrung gibt es. Die gibt es bei anderen Menschen und vielleicht gibt es diese Erfahrung auch in Momenten unseres eigenen Lebens, wo uns dieser Gott etwas ferner erscheint, wo wir ihn nicht in der Dichte spüren, wie wir uns nach ihm sehnen. Ja, wir haben die Freiheit und Gott lässt uns die Freiheit, uns auf Gott und seine frohe Botschaft einzulassen oder unser Leben nur auf uns selbst zu setzen. Ich zuerst, ich allein. Und damit aus christlichem Verständnis das zu tun, was Jesus sagt, dass die Botschaft, das Reich Gottes uns genommen wird, dass wir das Potenzial haben, unser Leben zu verwirken. So, wie wir es im Gleichnis gehört haben. Die Knechte werden getötet und dann der Sohn. Der Mensch, der sich von Gott befreit, indem er ihn tötet und der dabei gar nicht spürt, dass er den Ast absägt, auf dem er sitzt und auf dem er lebt. Ja, liebe Schwestern und Brüder, es ist nicht Drohbotschaft, aber es ist eine Botschaft, die in einer Ernsthaftigkeit Jesus Christus immer wieder dazu treibt, den Menschen zu ermahnen, pass auf, dass du dein Leben nicht verwirkst, und ihn zu ermutigen, sich auf ihn und diese Botschaft einzulassen. Ich verwirke mein Leben nicht, wenn ich am Abend in der Gewissenserforschung oder vor dem Empfang des Sakramentes der Beichte spüre, dass ich nicht immer Gottes Gebote befolgt habe und dies zutiefst bereue. Aber ich verwirke mein Leben, wenn ich mich selbst zum Maßstab meines Handelns mache und Gott und seine Weisungen in meinem Leben und in meinen Entscheidungen keine Rolle mehr spielen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich mein Leben verwirken kann, ist die Botschaft dann doch auch eine Botschaft mit drohenden Aspekten? Nimm die Weisung Gottes an, sonst verwirkst du dein Leben? Ich glaube nicht. So werden wir der Botschaft Gottes nicht gerecht, sondern Gott ermutigt uns, den Weg des Lebens mit ihm zu gehen. Er lädt uns ein, er geht uns nach, er sucht uns. Er hat Zeit und Geduld mit uns. Und er ermahnt uns, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Er droht uns nicht, sondern wir sind ihm ein tiefes Anliegen, dass unser Leben aus Gott und auf Gott hin gelingt. Nehmen wir dieses Wort an, damit wir unser Leben nicht verwirken, sondern finden. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem sui et terrem, visibilium omnium, et invisibilium. Unser Herr Jesus Christus, er ist an unserer Seite, wo immer wir das Gute leben und erstreben. Ihn bitten wir. Segne unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und alle Bischöfe, Priester und Diakone, damit ihr Dienst reiche Früchte trage. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Lenke die Gedanken des Friedens und der Versöhnung der Völker in die Herzen aller, die Verantwortung tragen für die Staaten und unsere Völker. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Tröste und richte jene auf, deren Mühe und Liebe nicht anerkannt oder geschätzt wird. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Lass alle, die das Gefühl haben, ihr Leben sei fruchtlos geblieben, das Positive und Sinnvolle ihres Lebens erkennen. Christus, höre uns. Berufe und sende gute Arbeiter in deinen Weinberg, nach deinem Willen sich handeln. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Lass uns alle mit deiner Hilfe Früchte bringen, mit denen wir dich und den Vater ehren und den Menschen helfen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Barmherziger Gott, du bist und bleibst der Herr des Weinberges. Dir vertrauen wir uns an, heute, morgen und alle Tage unseres Lebens und in Ewigkeit. Amen. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme an unsere Verantwortung. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die wir nach deinem Willen darbringen. Vollende in uns das Werk der Erlösung und der Heiligung durch die Geheimnisse, die wir zu deiner Verherrlichung feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf dein Bild hingeschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir, seinem Herrn und Schöpfer, zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden, durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen drei Königen, mit unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Am Ostertag trat Jesus Christus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste, so gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Gott und Vater, du reichst uns das Brot des Lebens und den Kelch der Freude. Gestalte uns nach dem Bild deines Sohnes, der im Sakrament unsere Speise geworden ist. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Herzlich laden wir ein zur Chorvesper heute um 18 Uhr. Die geistliche Musik am Dreikönigenschrein beginnt am kommenden Freitag um 20 Uhr. Sie wird gestaltet vom Ensemble Vokalexkursion. Ich möchte danken an dieser Stelle unserem Domchor, der diesen Gottesdienst musikalisch gestaltet hat, natürlich zur Ehre Gottes, aber auch zu unserer Freude unter Leitung von Professor Metternich. Ich wünsche Ihnen allen jetzt einen gesegneten Sonntag, dass die Freude an Gott Ihnen die Kraft gibt, den Weg mit Gott zu gehen. Und dazu wollen wir den Segen Gottes auf Sie und auf die Menschen, um die wir uns sorgen, herabrufen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und beschütze euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.